Guten Tag, liebe Freunde der Wissenschaft. Im Jahr 1873 veröffentlichte Joshua Willard Gibbs seine erste Thermodynamikarbeit, Grafische Methoden in der Thermodynamik von Flüssigkeiten, in der er die beiden Koordinaten Entropie und Volumen verwendet, um den Zustand eines Systems darzustellen. In der Folgearbeit, eine Methode der geometrischen Darstellung der thermodynamischen Eigenschaften von Substanzen mittels Flächen, später im gleichen Jahr veröffentlicht, ergänzte Gibbs diese zwei Koordinaten, Volumen und Entropie, durch die dritte Koordinate, Energie des Systems. In dieser Arbeit hat Gibbs die Zusammenhänge meist über Gleichungen und verbal beschrieben und nur ganz wenige Abbildungen benutzt. Zudem verwendete Gibbs nicht nur die unübliche griechische Schreibweise für thermodynamische Größen, Entropie Eta beispielsweise, Energie Epsilon. Er verwendete auch zweidimensionale Bilder für seine dreidimensionalen Diskussionen. In diesen heute historischen Arbeiten führte Gibbs den Begriff der verfügbaren Energie ein, später nach ihm benannt Gibbsche Energie. Es gelang ihm damit, die Bedingungen für Gleichgewicht, insbesondere für mehrphasige Systeme, zu beschreiben. Aufgrund der Komplexität der Darstellung erhielt Gibbs' Arbeit damals sehr wenig Aufmerksamkeit, vor allem in den Vereinigten Staaten. Doch als James Clerk Maxwell Gibbs' Arbeiten in Großbritannien las, sah er sofort das Potenzial der Methode. Maxwell war von Gibbs' geometrischem Ansatz so fasziniert, dass er innerhalb von 7 Monaten, von November 1874 bis Juli 1875, die Energie-Entropie-Volumenfläche von Wasser berechnete und ein tönernes 3D-Modell davon erstellte. Er erstellte mehrere Abdrücke dieser Fläche und schickte eine davon als Zeichen seiner Wertschätzung an Gibbs. In der heute als Maxwell'sche Fläche genannten Plastik werden die verschiedenen Zustandsbereiche Gas, Flüssigkeit, Feststoff eines wasserähnlichen Stoffs in einem Entropie-Volumen-Energie-Koordinatensystem dargestellt. Man erkennt einphasige Bereiche Gas, Flüssigkeit, die grüne Binodale mit dem kritischen Punkt, die homogenen Bereiche begrenzt. Wir erkennen Zweiphasenbereich, flüssig-gasförmig, und ein Dreieck, welches den Tripelzustand, also die Koexistenz aller drei Phasen, markiert. Auf der Oberfläche des Modells gravierte Maxwell Linien konstanten Druckes in Blau und konstante Temperatur in Rot, wie sie nach dem ersten und zweiten Hauptsatz zu berechnen sind. Sie entsprechen hier Linien konstanter Steigung in Eta und in V-Richtung. Zustandsflächen von reinen Stoffen lassen sich im Prinzip mit beliebigen Variablen konstruieren. Besonders anschaulich ist die Druck-Volumen-Temperaturfläche. Schon 1871 modellierte der schottische Ingenieur James Thomson, das ist der ältere Bruder von Lord Kelvin, eine entsprechende Fläche basierend auf Daten für Kohlendioxid. Zwei meiner Studenten haben diese Fläche nachgebaut. Und auch hier erkennen wir die homogenen Bereiche, die Binodale, die heterogenen Bereiche, den kritischen Punkt und die Tripellinie.